wilde Saufeskapade. Heute geht's uns ein bisschen schlecht. Oder eigentlich geht's nur mir schlecht. Ich kann gar nicht für die reden, die waren ja anstellen. Habt ihr alle gut geschlafen? Frühstück. Ja, Mann. Erste Nacht gut geschlafen, ne? Ja, ja. Was gibt's zum Frühstück? Ja, gar immer dasselbe, du kennst es ja. Für mich gibt's gar nichts zum Frühstück, weil ich immer alles verpasst. Bis ich duschen war und alles, dann haben alle schon gegessen. Das sind nur noch diese Putenscheiben mit den dicken Stücken drin. Was? Schon fertig, alles weg? Ich sehe schon, schon die Arschgeier alle da drauf stürzen. Hast du gut geschlafen, Bro? Ich bin gar nicht aufgehoben. Ich hab gar nicht gut geschlafen, aber ich bin gut gelaunt. Ich bin es gewohnt, nicht viel zu schlafen. Der Bus hat so gewackelt, ich bin jedes Mal aufgewacht, ich weiß auch nicht warum. Und erst als er zum Stillstand gekommen ist, der Bus, konnte ich entspannen und habe jetzt ein bisschen gepennt. Aber ich brauche eh nicht viel Schlaf. Ich funktioniere gut, 4-5 Stunden mach. Was gibt's hier zum Essen, ne? Keine Ahnung, irgendwas. Paprika, Maprika hier so. Einfach hier. Morgen, Pierre. Gut geschlafen? Ja, ich habe gut geschlafen. Möchtest du es von mir? Wir haben 11.50 Uhr, 10.50 Uhr. Du, Jamal? Boah, ich hab gut gepennt. Ich bin immer noch am Schlafen. Geht's dir gut? Tipptopp, danke. Tipptopp. Life is pain. Sterben für unsere Videoblogs. Stopp! So, wir sind auf dem Kiez. In Hamburg. Tagnummer. Was sind wir für ein Tag überhaupt? Vier oder fünf? Vier? Ich weiß schon gar nicht mehr. Tag vier. Das ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland hier. Bruder, wir sind in der Haramstraße. Das ist eine Stadt, Bruder. Schön einen Döner-Teller. Auf Diät. Fleisch, Salat. Wenn man viel trinkt, muss man wenigstens gesund essen. DJ Ace One war gestern. Heute ist DJ 40. DJ 40. Die Leute in der Stadt denken immer, das ist unser Security, aber eigentlich ist unser DJ. Ja, klar. Wir waren auf den Drummer und auf den Gitarristen. Ich frage mich, warum sie mich wieder ficken. Wieder dieser Koffer, hä? Mama hat gesagt, ja. Ich hab gesagt, pack, ich gehe. Dann hat er gepackt und das ist das Resultat. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, Alter, ja. Wenn der CEO gute Laune hat, kriegt man solche Sprachnotizen in die Gruppe. Guck mal Leute, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ne? Aber mein niegelnagelneuer, zwei Tage alter 800 Euro Remover-Koffer, der ungefähr 80% meines gesamten Gepäcks mit sich schleppt, wurde kaputt gemacht. Und zwar so kaputt gemacht, dass du den nicht mehr schließen kannst. Ich krieg heute Abend einen neuen Koffer, bevor ich in den Bus steige, sonst fick ich diese ganze Tour. Das ist der CEO in Bestform. Bruder, hast du mich gefickt mit der Kamera? Tamam, mein Koffer, Amenabuim, mein Koffer. Heute wieder dein Tee? Immer. Bist du ready? Geschlafen? Ja, Mann, ich hab gerade gepennt. Kennst du mich doch? Gut, oh mein Gott, da stehen schon Leute vor dir. Ja, hier stehen schon ein paar Leute, die warten. Oh, Digi, ich hab glaube ich gerade gepennt. Das geht ab, Leute. Da ist mein Warten, sorry, ich bin nicht geschlafen. Einmal lachen und dann weinen. Tausende Nachrichten, die du schreibst. Die erste Frage wäre, wann hat Jamal bei Life is Pain gesigned? 2018. 2018, richtig, ja. Danke. 2016. Erster Künstlername von 40. René. Nein. Ach, erster Künstlername? Ja. Ist der neue Signing von Life is Pain? Life is Pain. Boah. Das weiß ich nicht. Wie lange gibt's schon Life is Pain? 3 Monate. Wie heißt die erste Single von Jamal? Nee, NDA. Ja. Immer nur so eine Mütze, ja? Hey. Seit wann ist Jamal bei Life is Pain? 18? Richtig, Mann. Hey. PA Sports, erster Künstlername. Wow. Da fragt ihr mich was. Wie heißt der neue Signing von Life is Pain? Oh, das hab ich gestern erschaffen. Ja, ist doch schon lustig. Geil. Life is Pain! Hey, Bro. Ja, Bro. Yeah. Noch ein bisschen relaxen. Ruhe vor dem Sturm. Hamburg heute Abend, let's go! Hier war, ne? Koffer, Bruder. Nur den Tag so rein. Mit allem, was du willst, mache ich das auch. Natürlich jetzt nicht alles, was eine Kante hat, kriege ich das auf jeden Fall auch. Haarspray. Zum Beispiel ein Haarspray könnte man nehmen. Haarspray ist auf jeden Fall möglich. Ich bin am Überlegen, was ich anziehen soll heute. Das ist jeden Tag die Frage. Jeden Tag weil macht er den Koffer auf, legt alles raus, zieht dann irgendwas an, was er jeden Tag und am Ende hat. Muss es Checker einräumen, weil ich zu besoffen bin dafür. Das ist die bittere Wahrheit hier auf Tour.
Oder sag mal, wie ist es mit uns beiden auf Tour? Oder diese beiden wie Jungs. Wie gefällt das dir? Diese beiden Jungs, guck mal, jeder einzeln für sich ist schon ein Beller für sich. Aber wenn du die beiden miteinander multiplizierst, ist ein ultimativer Beller. War es gestern lustig? Gestern war es todeslustig. Gestern war es richtig. Ja. Klar, das wollen wir natürlich jetzt vor der Kamera nicht weiter ausführen, aber ja. Das war sehr lustig. Bist du ready? Ich, Bruder, guck mal, als du gerade das Laufen gelernt hast, da, Bruder, ich war ready. Ich war ready, Habibi, ready war ich. Fordy kann rappen, Songs schreiben, dir ganz viel über Käsesorten erzählen und Alkohol. Das sind die Sachen, die er kann, Bruder. Die kann er wie ein Weltmeister. Und natürlich, warte, Fashion habe ich auch noch vergessen. Fünf Sachen, Habibi. Die fünf Grundsäulen des Raps. Okay, was machst du? Was machen Sachen? Der wurde noch gar nicht vorgestellt hier. Richtig. Der ist jeden Tag leistet er eine Weltklasse-Leistung hier auf der Bühne. Übrigens, den wollen wir auch nicht klein halten. Der jeden Tag Jimi Hendrix-mäßig die Gitarren-Wings stringt. Und das Checker Bounce the Beat. Er tunet uns. Er macht, dass wir singen können. Der unfassbare, 2 Meter große, Security-aussehende DJ AS1. Die Frauen meine Bad Bands sehen, komm mal an. Wegen mit meinem Cash kommen. Hab das nicht schon mal gesehen, oder? Es ist grad Realität, dass ich sehe, bei mir Leute. Die Sneaker, die ich trage, doch ich hier. Was ist das? Das ist Tee. Tee. Weil ich habe keine Stimme mehr. Warum stellst du mich in diesen Vlogs eigentlich die ganze Zeit als einen schlecht gelaunten Typen da? Ich bin gar nicht schlecht gelaunt. Ich bin einfach mal ein kleines bisschen angespannt. Denn irgendeiner muss ja hier die Verantwortung übernehmen, bevor ihr einfach nur Sodom und Gomorra ausbricht. Ich bin hier auf einer verfickten Klassenfahrt mit Erwachsenen. Der Bruder ist jetzt dran. Ich wollte den Kurs motivieren. Und ich sage, dass er der Beste ist. Schule Mike. Ich freue mich so auf diesen Off-Day, ne? Du hast keine Ahnung. Heute war geil. War viel zu heiß, aber. Aber. Sehr krass. Fein. Guck mal, die Pulli steht ihm nice, oder? Ich glaube, der Bus hat wirklich seine FIFA-Endregel gefunden. Das ist Kianosch. Ja, wieso redest du über dich, wenn du schlecht bist? Ich habe gar nicht gespielt gegen Kianosch. Gerade das Ergebnis war von mir. Bruder, hast du verloren? Nein. Aber an Erfahrung gewonnen. Ich habe mit Ansage gesagt, keiner wird mich hier besiegen. Oh. Next Stop, Würzburg. Nicht Berlin? Komm rein. Nein, übermorgen ist Berlin. Mit Ach und Krach, ich gebe euch noch eine Show. Danach geht's ab nach Hause. Hast du Hunger? Ob ich Hunger habe? Ja. Ja, Bruder, ich hab schon Hunger. Ja. Ich bin doch hier. Bruder, ich will nicht reden. Ich bin auch hier. Hi, ich bin's. Okay, Leute, ihr müsst ehrlich sagen, Fati und ich haben die Blogs übernommen, oder? Wir oder? Sind der Blog. Wir sind der Blog. So, Walla, du bist da. Immer auf Bühne. Checker, hab alles produziert, hier, dies, das. Und danach, die sagen immer so, und da ist Docker. Was sagst du denn da draußen? Wir wollten um 0 Uhr losfahren. Worauf warten die überhaupt? Keine Ahnung, Mann.
Ja, bitte? Was machst du hier, Bruder? Ich warte. Auf was? Auf Essen. Hamburg, warte gut drauf! Ja! Sehr geil. Okay. Hey, Bruder! Hier, Marwan, ich krieg Platz am Damit du siehst, ja. Die Rapper essen nicht immer Kaviar und Steak. Hier, das ist das Wahre. Das ist das Wahre hier. Tut mir leid. Guck mal. Ja, das ist wirklich scheiße. Ach, verwechselt mit Müll. Was sagst du? CEO. CEO. Auf den CEO. Auf den Mann, der uns da hingebracht hat, wo wir jetzt sind. Believe me. Ohne ihn wären wir nicht da. Wir sind so kleine Hunde. Aber durch ihn sind wir Männer geworden. Kannst du schon mal ganz konzentriert einmal zeigen, wie fleißig der noch einmal aufnehmen? Ey! Er bläht sich dich durch. Du bist echt geil. Okay, Ende. Du hast gedacht. Na so? Datenspar. Ja, assalamu alaikum. Alaikum salam. Gute Nacht. Ja, die Squad macht ein Step ins Geschäft. Money talks, keine Checks oder Handchecks. Royal Lock ist vom Store, sie ist Sandman. Komm in den Porsche, in den Rolls oder Bentley. Drück auf die Kopf, wir bauen, we do it that way. Louis Vuitton, Dior, überall Flatrate. Der Schuhkarton ist voll mit Money Stacks, ey. Wir haben Ressourcen, sure, die Life is fancy.